Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Gran Turismo 7 und mal kurz zur Erklärung. In diesem Livestream damals ist mir meine Kamera kaputt gegangen. Deshalb gibt's hier nur einen Avatar an der Stelle, an der eigentlich meine Facecam sein sollte. Sorry dafür, aber mit der kaputten Kamera, das konnte man sich echt nicht ansehen. Das war ziemlich unangenehm für die Augen. Und das gilt für die nächsten drei Videos. Wir haben hier ein neues Menübuch und da schauen wir jetzt mal rein. Und wir haben das Super Formula. Menübuch. So, wir fahren Fuji, Watkins Glen, okay, und Sanquan. Na, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie schwer das Ganze wird. Schauen wir mal. Den SF23 habe ich schon ausgewählt. Wie ihr seht, wir nehmen den Honda. Joa. Ich würde mal sagen, wir starten mit Watkins, oder? Jawohl, da haben wir es. Super Formula. So, 160.000 Credits nur. So, ich habe jetzt doch mal auf die mittelharten Rennreifen gewechselt. Mal gucken, ob wir damit durchfahren können, aber ich vermute mal schon. Oh Gott, da war ich tatsächlich auf der Bremse, habe ich. Gut, da kann ich viel später bremsen. Und die Schikane. Ui, oh, es war schon fast verbremst. Muss mich erstmal an die Bremspunkte gewöhnen hier mit den Formular-Dingern. Oh, der zieht rein, der zieht rein. Okay, gut gegangen, zum Glück. Oh, oh Gott, was macht der da? Ja. Entscheid dich mal. Die Kurve kriegen willst oder nicht. Aber da fährt mir die KI natürlich voll ins Heck.
Sorry. Nicht gedacht, dass du so langsam wirst hier. Ja, also ich denke mal, das ist auch mit den mittelharten Rennreifen hier ohne Probleme zu fahren. Auch durchzufahren. Im Übrigen mal was in eigener Sache zu Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 ist für mich ein Spaßprojekt, ne? Also ich will mich hier reinsetzen, ein paar Rennen fahren und gut ist. Ich will ja nicht tryharden, ich will ja nicht ewig die Strecken auswendig lernen mit Bremspunkten und Gaspunkten und hast du nicht gesehen. Dafür gibt es auf dem Kanal ACC, Raceroom und Automobilista 2. Da gibt es genug Geschwitze. Gran Turismo 7 ist für mich einfach ein Spaßprojekt. Aus dem Grund war ich auch nicht immer mit der manuellen Schaltung, wie es jetzt gerade tue. Und bin auch mal nicht ganz so gut auf den Strecken unterwegs, weil ich manche Strecken einfach nicht kenne. Und ich werde die auch nicht lernen. Unter anderem die Nordschleife zum Beispiel. Oder Fuji sind so zwei schöne Beispiele, die ich relativ selten fahre, bis gar nicht. In anderen Simulationen. Und ja, dementsprechend kenne ich die Strecken halt auch nicht. Es stört mich aber auch nicht. Ja, gleiches gilt im Übrigen auch für Forza Motorsport, ne? Auch das ist nur ein Spaßprojekt und ich sehe das Ganze nicht so verbissen und nicht so ernst. Wie manch anderer in den Kommentaren anscheinend. Nur mal so am Rande. Ich habe auch nichts dagegen, wenn in den Kommentaren Kritik geübt wird. Das gehört natürlich dazu. Solange das Ganze konstruktiv bleibt und nicht in irgendeine Richtung abdriftet, die da, ja, ne, in eine andere Richtung geht. Ich werde da auch nicht lange fackeln und dementsprechend dann einfach blockieren, wenn mir es zu bunt wird. Auf den Strecken, die ich aus ACC oder so kenne, ist es natürlich ein bisschen was anderes, ne? Aber ich habe halt auch keine Lust, mich hier auf jedes Auto, was ich hier fahre, immer umzustellen, ne? Das ist halt bei Gran Turismo 7 so, dass man hier auch viele verschiedene Autos fährt. Und ja, man müsste sich halt auf jedes Auto neu einstellen und Setup basteln und bla. Bin ich ganz ehrlich, ist mir jetzt auch nicht so, ne? Also habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust drauf. Wie gesagt, ich will mich einfach reinsetzen, ein bisschen Spaß haben und gut, sofern das natürlich bei der KI möglich ist. Und da kommen wir auch zu einem großen Kreditpunkt, den ich ja schon ein paar Mal angesprochen hatte, die KI halt in Gran Turismo 7, ja, die ist halt teilweise strunzdoof. Und deshalb werde ich da halt auch, ja, oh Gott, verbremst, ja, nicht so Rücksicht drauf nehmen, ne, weil die rammen den Spieler auch absolut ohne Rücksicht einfach raus. Die haben keine wirkliche Kollisionsabfrage, sehen nicht, dass da ein Auto vorne wegfährt oder daneben fährt. Fahren ins Heck, bla 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 und nur solchen Senf. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich da dann noch Rücksicht nehmen sollte auf die KI.
Allgemein habe ich so das Gefühl, dass sich Gran Turismo und Forza Motorsport jedes Jahr wieder drüber streiten, wer denn jetzt die dümmste KI, also nicht jedes Jahr, aber mit jedem Ableger darum streiten, wer die dümmste KI programmieren kann. Ich weiß es nicht, aber mir kommt es so vor. Ach, ein Kommentar fällt mir noch ein, den ich in den Kommentaren hatte. Der war auch schön. Dass es lächerlich ist, ein Spielzeug mit Handschuhen zu fahren. Also im Allgemeinen kann von mir aus jeder fahren, wie er will. Ja, an seinem Lenkrad. Das ist mir relativ Hupe. Ich schone allerdings bei mir ein bisschen das Material, weil auch dieses Lenkrad hat Geld gekostet. Ja. Und das nicht gerade wenig, auch wenn das natürlich immer Ansichtssache ist. Und wenn man da ständig mit seinen verschwitzten Griffeln da randallt, sieht man das natürlich auch mit der Zeit am Lenkrad selbst. Ne? Ich hatte da ein schönes Beispiel letztens auf eBay Kleinanzeigen. Der hat sein Podium F1 verkauft von Panatec und das war diese Sonderedition vom F1 Lenkrad mit diesen blauen Alcantara Griffen. Und das sah so versifft aus den Bildern. Ja, diese blauen Alcantara Griffe waren schwarz vor Dreck. Und in das Alcantara zieht das natürlich auch richtig schön rein. Ne? Das ist ja nicht so. Man kann es zwar oberflächlich mit ein bisschen Reinigungsmittel, also kein aggressives, sondern irgendwie ein bisschen Spüli oder so, kann man es zwar sauber machen, aber ganz ehrlich, sowas kann ich doch schon vermeiden, wenn ich Handschuhe anziehe. Ja. Und, ja. Damit sieht das dann natürlich auch ein bisschen länger gut aus. Und ich kann es auch ein bisschen teurer verkaufen, weil es in einem sehr guten Zustand ist. Also ich verstehe halt nicht, wie da manche Leute mit ihren Sachen umgehen. Wie gesagt, es ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er mit seinen Sachen umgeht und wie er mit dem Lenkrad fährt. Aber ja, irgendwelche Müllkommentare zu schreiben, ne, dass irgendwas lächerlich ist oder irgendwas nicht, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, ich muss jetzt mal ein bisschen sparsam sein mit dem DRS. Viel habe ich nicht mehr. Oh, die Reifen schaffen es dicke.
Oh, zu weit. Aber da vorne haben wir schon Drummond. Oh, ich sollte vielleicht nicht so über den Körper heizen. Und da fährt er in die Box und ich hau hier fast das Auto weg. Ah, der fährt tatsächlich nochmal in die Box. Und damit sind wir hier auf dem ersten gelandet. Sehr schön. Der ist sehr schön. Oh, das gibt eine Strafe wahrscheinlich. Ja. Halbe Sekunde Strafe, habe ich mir fast gedacht. Egal, nehmen wir mit. Ich dachte, ich wäre einen Gang zu niedrig. Aber läuft. So, wir werden gleich abgebremst. Die Linie ist gleich hier oben. Ja. Passiert, ist nicht schlimm. Nur den Clean Race Bonus gibt es jetzt natürlich nicht. Und damit geht es in die letzte Runde. Und da fährt tatsächlich noch einer in die Box, der Manaka. Was ist mit dem los? Der letzten Runde. Ernsthaft? Auch so eine Sache, ne? Die KI verkackt die Boxenstrategie halt immer ziemlich hart, ne? Oder meistens. In den meisten Rennen. So, damit sind wir durch. Das erste Rennen der Formel 1. 1 von 3.
Sehr schön. Sehr, sehr schön.